Im Rahmen ihrer Sommertour besuchten Landtagsabgeordnete der Linken am 14.07. im Wahlkreis 30 Eisleben auch das Tierheim am Sandgraben. Der Vorstandsvorsitzende des Tierheimvereins, Andreas Stude, führte seinen Besuch durch das Tierheim und vermittelte viel Wissenswertes über die Einrichtung. Unter den Besuchern auch Stefan Gebhardt, Landesvorsitzender der Linken und Abgeordneter für den Wahlkreis 30, der unter anderem die Lutherstadt Eisleben und Hettstedt umfasst. Mit ihm sprachen wir über die Sommertour. Na, wir sind, wie gesagt, jetzt auf Sommertour. Das sind einfach einzelne Abgeordnete der Linksfraktion, die sich zusammenfinden und zu einem bestimmten Thema oder zu mehreren Themen sich im Wahlkreis bewegen und dort Einrichtungen besuchen. Ich habe heute das Glück, Doreen Hildebrand, unsere ausbildungspolitische Sprecherin und arbeitsmarktpolitische Sprecherin, hier dabei zu haben, sowie Anja Krimling, unsere Referentin auch für Tierschutz. Deswegen sind wir heute als erstes ins Tierheim in Eisleben gegangen, um uns hier zu erkundigen, wie die Situation ist, auch die Situation nach dem Lockdown. Hier war ja auch geschlossen. Die Einrichtung ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Deswegen haben wir auch ein bisschen Geld mitgebracht als Abgeordnete. Dann sind wir heute noch in der Kreisvolkshochschule, wo es auch um das Thema Corona gehen wird. Auch die haben ja den Lockdown schlimm erleben müssen. Und zum guten Schluss sind wir dann heute noch in Hettstedt beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten, wo es auch um die Corona-Verordnung in den Kindertagesstätten geht, aber auch darum, wie kommen wir im Land zu einer Beitragsfreiheit bei Kindertagesstätten. Wir haben ja da als Linke einen Gesetzentwurf vorgelegt und dargestellt, wie man dazu kommen kann, dass die Eltern keine Kita-Beiträge mehr zahlen müssen, dass das von Land und hauptsächlich vom Land übernommen wird und die Kommunen bei ihrem Anteil bleiben. Darüber wollen wir heute auch mit den Leiterinnen der Kindertagesstätten in Hettstedt ins Gespräch kommen. Wir waren noch heute früh gleich bei der Tafel in Eisleben und haben dort 250 € einen Scheck überreicht und die 250 € selbstverständlich auch überwiesen. Die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt haben ja eine Diätenerhöhung jetzt zum 1. Juli bekommen und meine Fraktion hatte erst einen Antrag eingebracht im Landtag, dass diese Erhöhung ausgesetzt wird, beziehungsweise die Abgeordneten darauf verzichten. Das ist leider von allen anderen Fraktionen abgelehnt worden. Es gab nur Zustimmung von unserer Fraktion zu dem Begehren. Deshalb ist es jetzt weiter so, dass die Diäten erhöht wurden zum 1. Juli um brutto 250 € und diese spende ich selbstverständlich für soziale Zwecke in meinem Wahlkreis. Jetzt im Juli die erste Spende ging an die Tafel und im August, habe ich eben schon zugesagt, wird es hier eine Spende ans Tierheim geben.